Rezo-Video mit Karl Lauterbach. Wollte ich mir reinziehen, ja. Karl Lauterbach reagiert auf Buberts TikToks. Was? Wie ist das? Ja, das ist, also... Chat, wir leben in einer gottverdammten Simulation. Wir leben in einer Simulation. Ich gehe irgendwie mit den Ärzten auf die Bühne, Marc Eggers ist auf einmal Mallorca-Star, Rezo dreht Buberts Memes mit Karl Lauterbach. Digga, also... Ist da eigentlich der Stand gerade bei Buberts? Ich habe immer gedacht, das wären anarchistische Klimaaktivisten, die Exponentialfunktionen beim Alkoholkonsum. Haben Sie auch mal so einen Buberts geraucht? Wir können CO2-frei fliegen. Finden Sie nicht lustig? Respekt, also... Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast hier am Start. Das ist Karl Lauterbach. Für die Leute, die ihn nicht kennen. Wieso sieht Karl Lauterbach aus wie Romatra? Hä? Digga, guck mal, Chat. Jetzt ehrlich, ich zeige euch jetzt mal was. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz unter uns, Chat, guck mal. Wartet. Wait for it. Guck mal, Chat, so vom Seitenprofil her. Und wenn ich jetzt hingehe und Karl Lauterbach einen Bart male, wie Romatra den hat, guck mal. So, was hat Romatra für einen Bart? Seht ihr das, Chat? Dann ist das einfach. Das ist einfach Romatra. Seht ihr das, Chat? Das ist doch eine Person. Das ist eine Person. Romatra und Karl Lauterbach sind eine Person. Ganz klares Ding. Hä? What the f***, Digga? Romatra hat seinen leiblichen Vater wiedergefunden. Wie nice. Das ist der Bundesminister für Gesundheit. Ich bin auch froh, dass wir es heute machen können. Ich gehöre zur Fanbase. Zur Rezo-Fanbase. Das freut mich sehr. Wir werden jetzt TikToks gucken. Das wird bestimmt gut. Wir freuen uns. Ja. Was ist das so weird? Wir gucken einfach mal, wie es wird. Was wird? Ich glaube, die sind Longdoors. Ich bin gleich da. Wir fahren gleich, ich werde geschossen. Die habe ich immer. Cool bleiben, Karl. Die haben mich in der Zange. Lasst meinen Freund Karl in Ruhe. Um Gottes Willen. Kannst du Digga, ich glaube, dass Karl Lauterbach actually, wenn er Longdoors hält, genauso piekt, tatsächlich. Was da passiert? Verdammt. Also, um es kurz zu erklären, das ist natürlich mit KI eine generierte Stimme. Und es wird so getan, als würden Sie mit Frau Merkel einen Ego-Shooter spielen. Ja, wunderbar. Also, die Stimme ist wirklich sehr gut imitiert. Das macht mich jetzt auch ein bisschen unsicher, dass wir an dem Punkt schon sind. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass vielleicht also an der Optik gearbeitet worden wäre, aber es ist alles gut. Aber ich glaube, also Frau Merkel und ich sind da gut im Geschäft und spannend. Ja. Genau. Das stimmt. So finally I decided to subscribe at a gym. Jetzt geht sie da durch die Tür und gucken wir mal, was sie sieht. Wow. Digga, was ist das denn für ein Curl? Wow. Hut ab. Respekt. Da werden ja die Gesetze der Physik gebrochen. Genau, werden sie. Ich glaube auch. Jesus. Also, Digga, was? Es gibt schon merkwürdige Leute im Fitnessstudio. Ich gehe persönlich nicht ins Fitnessstudio. Ich bin gar nicht so ein sportlicher Typ. Gehen Sie? Nee, nur im Urlaub. Wenn also ich Aggressionen also abbauen muss. Digga, was für Aggression? Urlaub, aber das wäre nichts für mich. Hat Karl Lauterbach schon mal gelacht? Und also hier die Gewichte dafür, die könnte ich nicht mit also der Schubkarre bewegen. Ja. Okay, dann das nächste TikTok. Das sind jetzt einfach süße Tiere. Also... Das hat auch gar keinen Sinn. Das sind einfach süße Tiere. So süß, wie Rezo das versucht zu erklären. Es gucken sich gern Leute an, wie Tiere vielleicht hinfallen oder wie sie ganz knuffig sind. Mehr Sinn ist da gar nicht. Hier ein Moment der Entspannung, die Tiere... Hier ein Moment der Entspannung. Also haben eine gute Laune. Das erdet uns... Der reagiert wie Trimax. Karl Lauterbach reagiert wie Trimax auf Videos. Da bin ich noch nicht in dem Sinne, aber ja. Schön. Deutsche auf der Suche nach einer passenden Schüssel. Skip. But when is it? Ey, die habe ich. Die Schüssel habe ich. Die habe ich. Chat, die habe ich, die Schüssel. Die habe ich, die Schüssel. Hier, das ist die Schüssel aus dem Video, guck mal. Hier. Da, ich hab die. Seht ihr das? Ist das nicht krass? Chat, ich hab die Schüssel. Ich hab die Schüssel aus dem Video, Chat. Das ist doch krass, oder? Ja, es gibt eine tiefe und eine hohe. Ich hab auch die tiefe, also die andere. Hä? Ich hab die gleiche Schüssel. Hä? Das ist die gleiche Schüssel. Guck hier, der Rand. Das ist die gleiche Serie. Ich habe aber auch die andere, aber hier ist gerade eine Spülmaschine. Krass, oder? Ist krass, ne? Ist krass. Ich bin so stolz gerade wirklich, ey. Dass ich meine Schüssel mal in einem Video sehe von Rezo, das ist so heftig. But when does this game get fucking good? Die hat meine Mutter, die Schüssel. Die Schüssel hat meine Mutter. Die Schüssel hat meine Mutter, Chat. Die haben wir zu Hause. Alter, so krass.
Das kennen Sie doch, oder? Diese Schlüssel am Ende? Ja, ja, natürlich. Die klassische Salatschüssel, ehrlich gesagt, die hatten wir in meiner Kindheit auch. Das ist Wieso hat das jeder? Wer macht diese Salatschüssel? Salatschüssel. Hier, das ist die, ne? Serie Aspen. Digga, die hat jeder. Die hat einfach jeder, Chat. Die hat wirklich ganz Deutschland bekommen. Ich glaube wirklich, Chat, dass ganz Deutschland die einfach einmal zugeschickt bekommen hat. Wenn man geboren wird in Deutschland, kriegt man diese Schüssel. Das ist offenbar ein All-Time-Best-Product. Aber stimmt, die sieht man nicht im Ausland schon alleine, weil die Schüssel immer klebrig aussieht. Aber egal. Ey. Das finde ich persönlich sehr, sehr beeindruckend. Also so viel gleichzeitig machen zu können auf einem Instrument. Das sind für mich Weltwunder auf Beinen, weil ich spiele überhaupt kein Instrument. Ich kann kaum folgen, so schnell wie das hier abgeht. Ja, also 5-Leute-Band in einer Person. Krass. Deutlich ist zu sehen, wie Polizisten die vermeintlichen Demonstranten an Ort und Stelle bringen, um Städte und Betriebe lahmzulegen. Das Zusammenspiel von Beamten und angeblichen Protestlern ist nahezu perfekt eingeübt. Ja, das stimmt. Ich habe auch gesehen, wie die Polizisten, die da festgeklebt haben, die Leute. Die Bilder entstanden im ganzen Bundesgebiet und zeigen, dass die Blockade von Infrastruktur offenbar politisch gewollt ist. Fällt sie nicht lustig? Sorgfältig aus Blicken laden und sie gezielt auf die Straße setzen. Jetzt, wo ich das sehe, also ich habe immer gedacht, das wären anarchistische Klimaaktivisten. Ich habe einfach zu kompliziert gedacht, die Dinger können so einfach sein, das ist die Polizei. Die Polizei steckt dahinter, sehr gut, Herr Lauterbach. Das ist alles die Polizei. Das ist die Polizei, die das macht. All I wanted was you. Okay, das finde ich wieder sehr beeindruckend. Das, also Kampfsport grundsätzlich... Was ist, wenn jetzt Karl Lauterbach sagt, dass er einen Fußfetisch hat? Was wäre jetzt, wenn Karl Lauterbach sagt, er wird das so sagen, so von der Gesamtästhetik her ist es extrem schön und die Dame hat wunderbare Füße, die würde ich gerne in meinen, wie soll ich sagen, in meinen Mund nehmen. Kenne ich mich gar nicht mit aus. Also ich habe Kampfsport gemacht. Hä? Ach, Sie haben sogar Kampfsport gemacht? Ja, ja, Kampfsport gemacht. Aber Ambition, Wing Chun. Ja, sehr ökonomische Kampfsportart aus China kommen. Ich habe mal gegen Stuttgart Barre. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen. Ja, ja, da war ich noch besser im Stoff und so. Und er wollte nicht glauben, dass ich das kann. Und ich sage, das sagt das nicht. Das also kann hier dein Ende schon sein. Digga. Ah, holala. Nein, lassen Sie, um Gott, Sie sind stärker und ich kann das nicht lassen. Um Gott. Stell dir mal vor, Karl Lauterbach schlägt dich zusammen einfach, Junge. Wie krass. Oh, okay, Scheiße. Ja, ich habe lange gemacht, das ist tatsächlich wahr. Aber diese athletischen Tritte, das ist ja mehr Ballett, aber trotzdem sehr ästhetisch, super. Da haben wir einfach wieder ein lustiges, süßes Katzenvideo. Ich habe immer, wenn ich so kleine Tiere sehe, das Bedürfnis, die ganz fest zu drücken, bis das Gehirn aus dem Kopf kommt. Also, warum? Sieht ja nicht aus wie eine Ratte, aber... Same. Ihr wollt auch so... Das ist doch normal, dass man so ein kleines Tier einfach so nehmen will und dann so... Dann will man das schon drücken und dann... Dann kommt das aus den Augen raus, oder? Küken drücke. Warum ist mein Kopf so rot? Hä? Was ist gerade passiert? Kleine Katze. Ist eine kleine Katze. Entschuldigung. Oh, jetzt verliere ich aber viele Follower, oder was? Nein. The fact that you would even discuss my looks is insane. I'm a bad bitch. Always been a bad bitch. Oh, sie hat die Kiffung hat sie vollzogen. Man sieht's an ihren Augen. Dort wurde das Marihuana intoxiniert, inhaliert sogar. Haben Sie verstanden, was da passiert ist? Aber können Sie sich vorstellen, warum sie jetzt rote Augen hat? Ja, weil sie es so darstellt, dass sie ein Bad Bitch ist und betrunken und verkokst ist vielleicht. Betrunken und verkokst, hallo? Sie hat Weed geraucht. Okay, alles klar. Betrunken und verkokst, Bruderherz. Sieht man auch rote Augen. Ja, gut, also wird ja demnächst in Deutschland gar nicht mehr konsumiert, aber jetzt leuchtet es ein, ja. Wie ist da eigentlich der Stand gerade bei Buberts? Ich habe jetzt gehört, dass er jetzt diese Clubs geben soll. Verkokst, Digga, ich glaub's nicht. Ja, die Clubs kommen. Aber kann auch ein Club Mitglied eines anderen Clubs sein? Die Details werden noch geregelt, aber Mitgliedschaft in etlichen Clubs, womit ich dann jedes Mal also die Höchstgrenze überschreite, ja. Das geht natürlich nicht. Ja. Die Höchstgrenze ist pro Person. Außerdem reicht es ja auch in einem Club zu sein, weil man doch, ich glaube, 50 Gramm pro Monat dann... 50 Gramm pro Monat, sage ich ehrlich, Chat, ist viel zu wenig. Ich finde, also alles unter 5 Kilo in der Woche ist einfach nicht genug. Und ich bin sogar der Meinung, dass das Marihuana, was dann öffentlich verkauft wird, im besten Falle mit Fentanyl gelaced ist, damit auch da einfach mal, ja,
gekifft werden kann, oder? 500 Mitglieder pro Club, dann wird, ich stelle mich jetzt schon mal an. Digga, ich werde nicht in so einen Club eintreten. Ich kaufe mir einfach Gras, wie ich will. Und dann werde ich mich einfach dumm kiffen. Ingame. Ich kiff gar nicht. 50 Gramm maximal. Also das ist schon. Also damit kann man sich. Das ist doch mal eine positive Nachricht in Deutschland. So. Aber müssen wir auch machen, weil ich will nicht, dass die Leute den Schwarzmarkt parallel dann noch bedienen. Ja, und bei den bis zu, also 21-Jährigen sind es nur 30 Gramm. Was? Der 21-Jährige darf nur 30 Gramm kiffen? Oh nein, oh nein, oh nein. Digga, wie soll ich denn mit 30 Gramm im Monat auskommen? Oh nein, ich bin 18 und ich darf nur 30 Gramm im Monat Gras kaufen. Wie soll ich davon leben? Oh nein, das reicht nicht, oh nein. Das ist nur ein Blunt, das ist eine Pechfackel, mehr nicht, oh nein. Leute, die unter 18 sind, dürfen nur 10 Gramm haben. Ja, das ist so. Nein. Aber selbst damit könnte ich ja 1 Gramm pro Tag rauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Also natürlich schaffst du das, Rezo. Digga, natürlich schaffst du das. Rezo, also du ziehst locker schon 2 Gramm am Tag durch die Nase. Und also natürlich schaffst du das, Rezo. Mach das Selbstexperiment. Nicht, dass ich das wollte, ich meine nee, prinzipiell. Ich, schaut uns ja keiner zu, wir können ja hier offen reden. Wir müssen auch Substanz anbieten, sonst ist der Parallelmarkt auch da. Das ist nicht gewünscht. Aber will nicht in Bayern da jetzt irgendwer gegenhalten, dass das irgendwie nicht passiert? Ich will für Bayern keine Drogen. Glaubt ihr, man kann gegen Markus Söder einen Boxkampf machen? Also es ist ja dann ein Bundesgesetz. Die Bundesgesetze gelten auch in Bayern. Manchmal hört man es aus Bayern tönen, als wenn das nicht so wäre, aber das ist so. Ein Bundesgesetz ist ein Bundesgesetz. Ein das heißt, sie können da gar nichts gegen machen. Also gegen dieses Gesetz kann Bayern klagen, aber das wird keinen Erfolg haben. Das Gesetz wird kommen und wird auch in Bayern gelten. Viele Menschen in Bayern wollen das ja. Ich habe jetzt gehört, dass zum Beispiel die Grünen in München wollen, dass sogar so eine Modellregion werden für die zweite Säule, die wir da hochziehen wollen. Wäre das nicht so ein guter Konter? Weil die Leute in Bayern, die nerven ja so ein bisschen dann damit, dass sie so dagegen sind. Dann einfach zu sagen, jetzt seid ihr eine Modellregion. Das habt ihr jetzt davon. Nee, die Modellregion kann man nur beantragen. Ich kann Ach so. Also die Grünen in München wollen das zum Beispiel werden. Köln wird gerne eine Modellregion. Ja! 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 Köln wird eine Modellregion, was auch immer das heißt. Aber das heißt, dass man in Köln kiffen kann und das ist gut. Werden, habe ich gehört. Frankfurt und so. Frankfurt ist aber eine Modellregion für eine andere Droge, Chat. Also Frankfurt macht Modellregion tatsächlich für, ja. Können Sie vielleicht auch Aachen machen? Also ich wohne in Aachen, deswegen wäre es cool, wenn Aachen auch eine Modellregion ist. Aachen habe ich studiert. Also, ja? Ja, super. Also daher, wenn Aachen da mit sind, ist egal. Ja. Muss man schauen. Bremen ist anders. Okay, wir sehen einen Zug und viele Leute machen Party in diesem Zug und der Zug wippt auf und ab. Das sind wahrscheinlich abreisende Fußballfans, wo Werder Bremen erneut verloren hat. Oh nein, Bruder. Ich kenne mich im Fußball gar nicht aus. Das ist Werder Bremen schlecht? Ja, bekannt für Niederlagen. Das bekannt für Niederlagen? Könnte hier nach einem Heimspiel die Szene gedreht worden. Wir haben doch in Bremen ist keine Landtagswahl, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das sind Anreisende, die nach Bremen kommen und sich auf das Spiel freuen. Machen wir mal weiter. Okay. Wenn ich meinen Alkoholkonsum während der ganzen Feiertage beschreibe, müsste. Ja, also das ist genau das, was jetzt gerade auf Mallorca passiert ist. Es war zu viel. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin mir auch ziemlich sicher und das sage ich jetzt auch hier öffentlich, Chat auf Twitch, die Möglichkeit, dass ich mich gleich hier im Chat, verzeiht meine Wortwahl, komplett vollstuhlen werde, ist gegeben. Es kann sein, dass es jederzeit reißt und ich mich einfach hier gottlos einscheiße, ja. Dann ist der Stream auch hier beendet. Die Möglichkeit besteht. Der Kaffee hilft dabei jetzt auch nicht weiter, ne? So viel dazu an der Stelle. Dass er ein bisschen in die Breite zieht. Am Anfang sieht es so aus wie lineares Wachstum. Aber dann kommt dieser, ich nenne das jetzt mal, ja, Take-Off-Point. Kenne ich ganz genau. Und dann geht die Post richtig Purple Dreams, danke schön, kurz. Die Exponentialfunktion beim Alkoholkonsum bei einem schlechten Urlaub. Ganz klar. Natürlich, gerade gehabt, ne? Jeden Tag das Doppelte von vorher. Bis zur Abreise, ja. Okay. Wenn du endlich Wochenende hast. Und er freut sich sehr. Kenne ich nicht. Ich bin Streamer. Ich arbeite Tag und Nacht. Ich bin regelmäßig live. Ich bin eine Unterhaltungs- und Content-Maschine. Ich lade extrem viele Dinge hoch. Und Wochenende ist für mich, gibt es nicht. Ich bin für euch immer erreichbar, 24/7. Ihr könnt mir auf Instagram auch immer schreiben. Und ich antworte auch jeder Person. Wochenende ist für mich nicht existent. Und ich bin immer für euch da, klar. Regelmäßig live. Was denn? Ja. Haben Sie überhaupt Wochenende? Also jetzt so im klassischen Sinne? Wir drehen gerade an einem Freitagnachmittag. Ja, genau. So. Darf ich, ja, aber also im Moment ist am Wochenende oft klassische Plackerei nötig, aber es kommen bessere Zeiten. Okay, wenn man abends den ersten Bubatz anschmeißt, oh, geil, fällt vor allem ein wunderschöner Rauch auf. Die Götterfunken. Ein wirklich cremiger,
kaubarer Schmackofatzrauch, der den Gaumen auskleidet, mit dem man spielen kann, der eine weiche Textur bildet, die wirklich Aromen schmatzen lässt. Haben Sie auch mal so einen Bubatz geraucht, wo Sie sich das gedacht haben, was der sich gerade gedacht hat? Die sehr begrenzte Erfahrung, die ich da habe, weil ich als Arzt und als Gesundheitspolitiker natürlich, um die Gefahren abschätzen zu können, im Selbstversuch dann mich auch eingearbeitet habe. Digga, der hat sich einfach komplett weggekifft, Digga. Der hat sich abends die miese Bong-Session gezogen, Digga, damit der da irgendwie klarkommt und hat sich richtig das Gehirn weggekifft, Digga. So ein Ding, Karl Lauterbach. Reden wir doch einfach. Aber da ist mir nichts Geschmackliches aufgefallen, was Bedeutung gehabt hätte. Das war mehr. Achtung, ich muss jetzt ganz was Folgendes tun, Chat. Passt mal auf. Warte, wo ist das? Wir müssen es kurz merken hier. Das ist die Polizei, die das macht. So. Okay, das finde ich wieder sehr beeindruckend. Und jetzt stellt euch vor. Kenne ich mich gar nicht mit aus. Und jetzt stellt euch vor, Karl Lauterbach sagt jetzt das. Ich stehe auf Hübe und Liebes Ansehen zu sorgen. Ich stehe auf Hübe und Liebes Ansehen zu sorgen. Kampfsport. Geschmackliches aufgefallen, was Bedeutung gehabt hätte. Karl Lauterbach hat mich gerade angerufen, deshalb. Ich stehe auf Hübe und Liebes Ansehen zu sorgen. Ich stehe auf Hübe und. Warum sagt er denn Hübe, nicht Füße? Naja. Das war mehr so die Wirkung. Also wir können sofort weitergehen, bevor ich mich hier um den Kopf und Kragen. Okay, jetzt sehen wir einen Lifehack, einen Tipp fürs Leben. Okay. Oh mein Gott, kenne ich. Die Anleitung. Digga, das ist genauso, wie wenn man halt neben die Toilette scheißt, anstatt da rein, Chat. Das ist so crazy. Habt ihr mal versucht, einfach eure Kackwurst direkt in die Toilette zu machen? Weil bei mir ist es ja so, ich scheiß auf den Boden und nehme das dann hoch und leg's dann in die Toilette rein, spül's ab. Aber wenn man sofort ins Klo reinkackt, Digga, das ist so viel einfacher, Chat. Das ist so viel entspannter. Das ist so viel geiler. Ihr müsst nicht auf den Boden scheißen und dann habt ihr auch nicht die Hände irgendwie so komplett dreckig und so. Nein, ihr könnt direkt ins Klo reinkacken. Das ist super, wirklich. Fürs Leben nach dem Ministeramtum und dann mit der Realität konfrontiert. Das ist der größte Papierflieger der Welt. Der ist doch bestimmt 7 Meter lang gewesen. Liebe Koks wurde gezogen in Malle. Also von mir gar nichts, mein Lieber. Ja. Wow. Und er fliegt. Ja, ich sag ja. Also das ist beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend, das stimmt. Aber ist das schon strong? Ja, das ist extrem strong. Da kann man ja sehen, so kann es gehen. Also wir können CO2-frei fliegen. Warum machen wir das nicht einfach? Weshalb ist das nicht? Ein paar Leute hätten auch noch drauf gepasst. Die Dinge sind so einfach oft, wenn man drüber nachdenkt. Helmut hat mir immer wieder angeredet, ich konnte nicht Nein sagen. Ja, Sailplay hat sehr viele Drogen genommen, das stimmt. War Sandra mit dir in Malle, ja. Okay, kann mir mal jemand sagen, woher weiß der Spiegel, dass hinter dem Blatt... Digga, wirklich, es ist Folgendes. Der Spiegel weiß das nicht, der Spiegel hat kein Gewissen. Es ist so gottlos einfach. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wenn ich vorne rauf gucke, dann sehe ich das natürlich nicht. Ja, weil der Einfallswinkel ein anderer ist, ergo ich kann das nicht sehen. Wenn ich aber den Einfallswinkel verändere, ist der Ausfallswinkel gleich dem Einfallswinkel und es spiegelt sich halt. Also, dass Leute die einfachsten physikalischen Gesetze nicht kennen, Digga, ist eine unfassbare Frechheit. Und ich bin der Meinung, dass Leute, die sich diese Frage wirklich ihr Leben lang stellen und sich überlegen, hey, wie kann das sein? Also, ich will einfach Menschen schlagen und verletzen. Die Creme ist. Wie? How? Ja, das ist leider auch ein Teil von TikTok. Creme, Blatt, Spiegel. Die Frau, die wundert sich darüber, dass der Spiegel ja gar nicht wissen kann, wo die Creme ist. Das ist interessant. Also somit drückt sie auf eine fast wissenschaftliche Art aus, dass sie nicht weiß, wie ein Spiegel funktioniert. Das ist Respekt, also bin sicher, sie ist noch in Arbeit daran. Ja. Chapeau für sich selber gegeben. Digga, ich nach der 6. Michel. Holala. Holala. Gib mir 2 Bier, ich bin das. Holala. Nee, das kann ich nie. Also ich könnte das nur, wenn es langsam aufgenommen und beschleunigt abgespielt wird. Bella Pizza al Restaurante. Oh mein Gott. Ah. Oh nein. Ah. Oh nein. Ja, okay. Ja, da lag die Pizza auf dem Boden. Und fällt auf die richtige Seite. Das ist also... Ja. Okay, an dieser Stelle würde ich das dann beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sie können mal sagen, liked das Video. Ja, liked das Video und Thumbs up für beide, bitte. Ne? Genau. Thumbs up für beide, ja. Also die Fragen waren top, die Antworten waren okay. Den Insta... Super.